Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Und zwar, liebe Torg, gestern ein Video hochgeladen. Und zwar das Abschlussreferat. Ja, ich bin gespannt. Was wollte ich noch sagen? Ja, gestern kam das Video online. Ich war gestern Abend ja erst spät live nachts. Und deswegen haben wir da nicht die Chance gehabt, das Video anzuschauen gestern direkt. Deswegen schauen wir uns das heute an. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich nach der Reaktion das Video auch direkt zurecht dingse und hochladen kann, dass es heute auch online gehen kann auf Hallöchen, auf meinem Zweitkanal. Deswegen, ja, ich bin auch gerade live auf Twitch, also kommt vorbei, wenn ihr das Video auf Hallöchen gerade seht. Ansonsten würde ich sagen, let's go, schauen wir mal rein da, was das Abschlussreferat ist. Ist das eine Tür als Emoji oder ist das ein Buch? Sieht hier aus wie eine Tür gerade. Gut. Also, habt ihr verstanden, wie wichtig dieses Referat für eure Abschlussnote ist? Guck mal, mach Mutters Europa-Papa. Ach, die. Ich mag kurz die Qualität hoch. Aber Thumbnail sind ja auch drauf, stimmt. Toll, ich habe auch auf Instagram eine Abstimmung gemacht, welches Thumbnail man eher nehmen soll. Ja, da hat es auch, was ich gestimmt habe, auch gewonnen. So, habt ihr verstanden, wie wichtig dieses Referat für eure Abschlussnote ist? Guck mal, Mahmoud ist Europapark. Geiler Typ. Hallo, es geht um eure Zukunft. Ja, Mann, stress mal nicht so rum, Junge. Wir werden hier gleich fett abliefern. Das will ich auch hoffen. Wir sitzen schon ewig an dem Referat. Ist es denn auch gut geworden? Mega geil. Ich möchte... Genauso wie Sandros Referat, was sie mal gemacht hatte. War es letztes Video? Weiß ich gar nicht, aber... jetzt keinen Druck aufbauen. Aber ihr seid jetzt drei erwachsene Frauen und dieses Referat entscheidet maßgeblich über eure Zukunft. Er hat Scheide gesagt. Ja. Scheide. Scheide. Was? Also, Scheide? Was? Was hat er denn gesagt? War er denn entscheidend? Ach, da was. Zukunft. Weil ihr seid jetzt drei erwachsene Frauen und dieses Referat entscheidet maßgeblich. Ach so, entscheidet. Wo war da? Da denn? Coole Miracles-Folge, danke. Danke, Chat, danke, danke, danke. Falls ihr euch wundert, warum ihr nicht schreiben könnt, warum ihr nicht Miracles oder sowas richtig schreiben könnt, liegt daran, dass dieser Chat hier Kinderserien frei sein sollte, damit ich nicht gespoilert werden kann, damit ihr nicht spoilern könnt. Deswegen könnt ihr so Sachen schreiben wie Miraculous, Lego, Ninjago, bla bla. Könnt ihr das nicht in den Chat schreiben, aus Gründen, damit ihr nicht spoilert. Deswegen bitte auch nicht versuchen, irgendwie Miraculous andersrum zu schreiben. Ihr könnt schreiben, nice Video heute. Cooles Video heute, Brody, das könnt ihr alles schreiben. Aber so Namen gehen halt nicht, weil Spoiler und sowas, ne? Dankeschön. Maßgeblich über eure Zukunft. Er hat Scheide gesagt. Entscheide. Scheide. Also, dann wollen wir mal. Ich muss kotzen. Bitte nach dem Referat, ja? Okay. Also, liebe Lexa, liebe Trisha und nicht zu vergessen, liebe Evie. Muss sie selbst kotzen, wenn sie ihren eigenen Namen hört? Was? Evie? Evie, die ist ja auch neu. Da, ihr drei haltet jetzt euer Abschlussreferat zum Thema Deutschland. Das meiste habe ich übrigens gemacht von der Arbeit. Lügerin! Sie ist eine Lügerin! Mir schlecht. Also, ich... Herein. Hallo? Ah, oh, Sandra, komm rein, Sandra. Setz dich. Lexa, Trisha, Evie, ich habe Sandra mal eingeladen. Die hat ihr letztes Referat ein bisschen vermasselt. Die soll sich heute mal das hier angucken. Hä? Ich hatte eine 4. Sag ich ja, vermasselt. Sandra soll aber die Fresse halten, ja? Sandra wird kein Wort sagen. Sie wird nur zuhören und hoffentlich etwas lernen. Gut, denk noch mal an die Kriterien. Frei sprechen, jeder soll mal zu Wort kommen, langsam und deutlich reden, ja? Wenn wir das jetzt theoretisch verkacken, ne? Das wäre nicht gut. Aber dann können wir das ja morgen noch mal versuchen. Ich komme doch morgen nicht noch mal in die Schule. Dies ist eure einzige Chance. Nutzt sie. Echt. Nutzt sie. Sandra. Für mich selber wie so ein Lehrer, ey. Lexa, Trisha, Evchen. Lass doch gerne einen Daumen. Bitte. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse Präsentation des Todes. Ich kann nicht. Ich habe mein Abi mündliche Prüfung gehabt in Englisch. Und ich war so nervös. Ich habe deutsche Wörter eingebaut, die ich nicht sagen sollte. Ich habe es TH wie S ausgesprochen, obwohl ich das nie gemacht habe in meinem Leben vorher. Ich habe Sir. Silvester und sowas, ne? Also, es war so komplett komisch. Ich habe es vor und nachher nie wieder gemacht. Nur an dieser Prüfung habe ich so komisch Englisch geredet. Wirklich, es war so weird. Fischheits, hi. Fischaids. Was? Das Name. Fängst du an, oder? Nee, du machst doch hier. Bundesländer erst, oder? Du machst einen Hauptteil, ich mache ein Schlusswort. Machst du die Kanzler dann noch? Nee, du. Dann machst du aber noch dann deutsche Geschichte. Den Schlussteil. Jetzt sprechen Sie es ab, was Sie vortragen. Ich begrüße aber noch. Liebe Klasse, liebe Herr Lehrer, ich begrüße Sie heute zu unserem Referat Deutschland. Wir sind
Evie? Genau. Wir sind Evie? Lexa? Und Thrasher. Und zusammen sind wir die drei cooler als die Puppen. Nee, wir haben gesagt, das lassen wir weg. Hatten wir nicht. Doch. Kleiner Tipp von mir. Versuch das Ganze mal ein bisschen. Hat Sandra nicht schon Probleme mit der Clique und will da irgendwie reinkommen? Jetzt macht sie noch hier irgendwie Stress und gibt Tipps. Ich glaube, das mögen die auch nicht so. Weiß ich nicht. Kann mir nicht vorstellen. Besser zu machen. Willst du aufs Maul oder was? Nur ein Tipp. Nur ein Tipp. Gut, das war jetzt die Einleitung. Kommen wir zum Hauptteil. Wer macht den Hauptteil? Du machst. Nee, mach du. Mädels, das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, ich mach. Hau ab. Also, Deutschland ist ein Land in Europa. Krasse PowerPoint im Bild. Heftig. Ist das Augmented Reality oder was? Ist in meinen Augen jetzt die Präsentation. Europa ist ein Land, wo es viele andere Länder gibt. So wie in Deutschland mit den Bundesländern. Sehr gut. Deutschland wurde 1949 von Konrad Adenauer gegründet. Bundeshauptstadt und Regierungssitz ist Berlin. Mehr Anzeigen, Wikipedia, letzte Änderung. Was mir auch gerade noch auffällt ist, Sandra hat eine erstaunliche Ähnlichkeit vom Charakter her wie Sid von Ice Age, oder? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich relativ ähnlich so von der Art. Letztens mal Ice Age geguckt, irgendwie gleich. Packt, Hilfe, neuen Artikel einstellen. Gut, danke, soweit. Danke. Du bist mit den Bundesländern. Kommen wir zu den Bundesländern. Es gibt Sachsen-Anhalt. Baden-Württemberg. Du brauchst nicht alle Bundesländer aufzählen. Da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Kollege. Die Information hätte ich schon auch gerne. Ruhe oder du fliegst raus. Mach weiter, aber lass die Bundesländer weg. Da bin ich jetzt aber raus, muss ich sagen. Sie haben uns zu sehr abgelenkt. Bin ich raus, sorry. Evie, kannst du übernehmen? Aber natürlich, Herr Lehrer. Die arme Evie, an der Präsentation liegt alles dran. Janina, hi. Liegt alles an dieser Präsentation und die verkacken es gerade so sehr. Oh, scheiße. Deutschland besitzt keinerlei Ressourcen wie Erdöl oder Gas. Deutschland hat nur eine Ressource, die Bildung. Deswegen wird die Bildung in Deutschland auch üppig finanziert und ist wunderbar ausgestattet. Nein, nicht Deutschland. Das war ein Scherz. Ah, natürlich. Haben wir nicht gecheckt, ne? Haben wir nicht gecheckt? Deutschland hat zwei Weltkriege angezettelt und beide verloren. Was für eine beschissene Bilanz. Müssen wir dran arbeiten. Evie, vielen Dank. Nein, nicht dran arbeiten. Da arbeiten wir nicht mehr dran an dem. Nee, bitte keinen dritten Weltkrieg. Weiter, Trisha, von dir habe ich bisher noch nicht so viel gehört. Deutschlands Rolle in der Welt würde mich mal interessieren. Sehr spannend, in der Tat. Sandra, es reicht, du fliegst gleich raus. Sehr gute Anlage, Herr Kollege. Sehr gute Anlage. Diese Brille. Deutschlands Rolle in der Welt ist... Ja! Das ist halt so. Wie wird Deutschland in der Welt wahrgenommen? Na, voll uncool. Wieso? Guck doch mal nach Amerika mit den coolen Rappern. Die sind cool. Oder die Türken, die sind cool. Oder wir Holländer mit unserem coolen Käse. Schöner gereifter Gouda. Beste. Oder dem coolen Tulpen, wollte ich sagen. Jetzt nicht, was ihr wieder denkt. Okay, wir hatten eine Einleitung, Hauptteil. Wer von euch dreien macht den Schlussteil? Lexa, du machst. Mach du. Irgendjemand muss doch den Schlussteil vorbereitet haben. Lexa, du solltest. Als Maul. Ja, du solltest. Als Maul. Und professionell. Gut, ich habe genug gesehen. Er hat gut gesagt. Sagt mal, Mädels. Ist das wirklich euer Ernst? Unglaublich. Sandra! Kann nicht euer Ernst sein? Das soll euer Referat gewesen sein? Wir hatten aber auch echt nicht viel Zeit zum Vorbereiten. Einen Monat? Sag ich ja. Ihr hattet einen Monat Zeit. Ist schnell rum, so ein Monat. Wann seid ihr denn angefangen? So vor. Gestern. 2 Wochen schon. Nee, das war doch gestern Abend. Ja. Gestern Abend? Oh mein, nein, es war eigentlich heute, weil es war schon um 4 Uhr nachts. Ihr seid heute um 4 Uhr nachts mit dem Referat angefangen? Können Sie mal sehen. Und trotzdem noch sowas Geiles abgeliefert. Der Herr Kollege und ich beraten uns jetzt über eure... Prokrastination, als das Ende des Feines.
Elias, Sanina, hiho. Noten, vielleicht würden wir, genau, ich setze mich einfach wieder, alles klar. Mhm. Das war eine absolute Katastrophe. Wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben aber freigesprochen. Wir haben aber freigesprochen. Du hast von Wikipedia abgelesen. Das stimmt. Bin ich schlecht, Lexa. Ihr wart beide schlecht, so ehrlich müssen wir schon sein. Ich bin wirklich geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Das war eure letzte Chance, eure Note nochmal zu verbessern. Oh, was ich hier abgeliefert habe, das ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Er weint gleich. Null Vorbereitung, keine Absprachen untereinander, gegenseitiges Necken. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Mein Hund ist gestern gestorben. Oh nein. Halt die Fresse, Lexa. Hätte klappen können. Ich hätte wirklich noch gedacht. Der Lehrer! Halt die Fresse, Lexa! Oh Mann, ey. Dass es nochmal jemand schafft, ein schlechteres Referat zu halten als Sandra. Aber ihr habt es geschafft. Respekt. Sandra, wirklich, es reicht. Ich habe eine Notiz gemacht über das Referat. Vielleicht hilft die Ihnen ja bei der Notenfindung. Okay, das war's. Ihr könnt nach Hause fahren. Die Note gibt es morgen. Darf ich jetzt endlich kotzen? Ja. Oh, wegen meiner Seminararbeit bin ich auch gespannt. Die haben wir auch präsentiert. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wann die Abgabe ist. Und wir haben abgegeben, aber wie die Note sein wird. Weil wir kriegen da nochmal ein Feedback-Gespräch nochmal. Ich bin da so mega gespannt irgendwie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Nice! Auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Geiles Video. Bin schon lange Abonnent. Logischerweise. Ist cool. Feier ich. War sehr cool und knackig mit Endcut. War auch sehr lange, ne? War nicht knackig, war lange auch. Sehr geil. Richtig geil. Jetzt, da ich ja auch solche Sketche mache hin und wieder, weiß ich, wie viel Arbeit drin steckt, auch gerade in solchen langen Videos, weil meine Videos gehen meistens zu 3 Minuten. Das ist schon ewiger, das ist mein Skript ja schon so mega lang schon. Und hier ist natürlich noch ein bisschen aufwendiger, das alles so vorzubereiten und zu machen. Also, mehr Respekt, Torge. Geiles Ding. Fion. Ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.